Hallo, willkommen zum Demo-Video zu Weilschleifen. Ich habe hier wieder mein Terminal und mein Editor. Und dann fangen wir mal direkt an. Ja, wir schreiben das Schlüsselwort Weil, weil wir wollen eine Weilschleife schreiben. Und jetzt brauchen wir da eine schöne Bedingung. Sagen wir mal Zahl größer 7. Das heißt, diese Schleife läuft, solange Zahl größer 7 ist. Na, machen wir ein kleiner 7. Das ist schöner für das, was ich vorhabe. So, das heißt, solange die Zahl kleiner 7 ist, läuft diese Schleife. Dann sagen wir, Zahl ist gleich 0. Das heißt, diese Schleife fängt an und Zahl ist anfangs 0, also kleiner 7. Und dann läuft sie so lange, bis die Zahl irgendwann größer 7 wäre. Und dann machen wir hier drin mal Zahl plus gleich, also wir erhöhen Zahl. Dann sagen wir Input, gib mir eine Zahl. So. Und jetzt erhöhen wir Zahl immer um das, was die Person vom Rechner eingibt. Aber natürlich müssen wir das in Int umwandeln, weil sonst ist es ein String und dann kriegen wir eine Fehlermeldung, weil wir können keine Zahlen und Strings addieren. Und dann sagen wir hier einmal Print fertig. Fertig, so. Dann testen wir das mal. Gib mir eine Zahl. 1. Gib mir eine Zahl. 1. Gib mir eine Zahl. 5. Fertig. Vielleicht machen wir hier noch ein Leerzeichen hin und geben hier einmal Zahl aus. Zahl ist... Und hier müssen wir natürlich einen String draus machen, weil die Zahl ist kein String und wir können immer noch keine Zahlen und Strings addieren. Und versuchen wir das nochmal. Gib mir eine Zahl, 1. Zahl ist 1. Gib mir eine Zahl, 1. Zahl ist 2. Jetzt machen wir 3 dazu, haben wir eine 5. Nochmal eine 1 dazu, haben wir eine 6. Nochmal eine 1 dazu. Zahl ist 7. Und wir sind fertig. Weil es wird hier überprüft, die Zahl ist noch 6. Wir gehen hier rein, es wird 1 drauf addiert. Dann wird gesagt, Zahl ist 7. Dann prüfen wir nochmal, aber 7 ist nicht kleiner 7. Also gehen wir hier hinten zu fertig. Das ist da passiert. Und was können wir jetzt noch machen? Wir können hier ein if reinpacken. Input abbrechen, Fragezeichen. Schreibt man abbrechen so? Stopp. Das ist einfacher. Dann, wenn die Person Stopp eingibt, also Ja eingibt, machen wir das mal so und machen hier noch einen Punkt Lower. Lower. So. Dass das Ganze auch mit einem großen Ja funktioniert. Und dann machen wir hier ein Break hin. So. Und ich mache hier unten nochmal ein Print hin, was das Endergebnis von Zahl ist. Machen wir hier auch mal einen anderen String rein, dass man das unterscheiden kann. So. Gib mir eine Zahl. 2. Zahl ist 2. Stopp. Ja. Fertig. Endergebnis ist 2. Was ist hier passiert? Naja, ich habe, als wir in diese Zeile gekommen sind, ein Ja eingegeben. Und dann wird dieses Break ausgeführt. Was macht Break? Es bricht die Schleife ab. Das heißt, wir kommen sofort aus der Schleife raus. Ohne irgendwas zu tun. Und jetzt können wir hier oben noch ein if hin machen. Und sagen wieder Input und weiter Fragezeichen. Und dann machen wir da auch wieder ein Lower, dass das mit dem Ja besser funktioniert. Und überprüfen, ist das gleich Ja. Und dann machen wir ein Continue. So. Was das tut, ist, es überspringt den Rest der Schleife.
Und der Einfachheit halber. Ja, lassen wir das mal so. Das probiere ich erstmal aus. Weiter, ja. Weiter, ja. Weiter, ja. Das kann ich jetzt beliebig oft machen. Und es wird nichts passieren. Und wenn ich es Nein sage, dann sagt er mir, gib mir eine Zahl. Und ich gebe ihm eine 4. Und dann sagt er, Zahl ist 4. Stopp, Nein. Weiter, ja. Weiter, ja. Weiter, ja. Das kann ich die ganze Zeit so machen. Wenn ich jetzt wieder Nein sage und ihm wieder eine Zahl gebe, kommen wir wieder dahin. Ich sage auch Nein zum Stopp. Und Nein zum Weiter. Und dann gebe ich ihm mal eine 10. Und dann ist Zahl 16. Der fragt mich wieder nach dem Stopp. Ich sage mal Nein, aber wir sind fertig. Und die Zahl war 16. Also, wie ihr seht, das ist schon ein bisschen komplizierter geworden jetzt. Wir haben diese Weilschleife, die halt die ganze Zeit durchläuft. Und die kann immer und immer wieder durchlaufen. Und da, wie oft die durchläuft, ist in dem Fall abhängig davon, was wir in die Zahl reinschreiben und ob wir irgendwann mal hier bei Break Ja sagen und er dann abbricht. Eine andere Sache zeige ich euch noch. Ich mache das Ganze mal weg. Und wenn ich das hier weil schreibe und mache da zum Beispiel das was ganz Fieses, weil true. True muss ich groß schreiben. So. Das ist ja jetzt, ne? Da haben wir eine Schleife und die hat eine Bedingung und die Bedingung ist einfach immer true. Das heißt, die hört nie auf. Es sei denn, wir schreiben Break irgendwie rein. Aber jetzt kann ich da mal Print Zahl reinschreiben. Und sage hier Zahl gleich 0. Und dann sage ich hier Zahl plus gleich 1. So. Jetzt haben wir eine Endlosschleife und die zählt Zahl immer weiter hoch. Und wie ihr seht, passiert genau das. Das Ding wird jetzt bis ans Ende aller Zeit oder bis ich es abbreche, hochzählen. Oder bis der Rechner abstürzt. Wahrscheinlich stürzt der Rechner ab, bevor das Ende der Zeit erreicht ist. Aber ja, Endlosschleifen sind möglich. Ihr solltet damit aufpassen. Idealerweise sollte euer Programm keine Endlosschleife enthalten. Ich weiß nicht, ob ihr das über das Mikrofon hören könnt, aber mein Rechner ist gerade etwas lauter geworden. Weil der rechnet jetzt ganz viel. Also er rechnet genau genommen so schnell er kann die Zahl 1 in diese Variable hinzu. Und wenn ich das Ganze abbrechen möchte, muss ich STRG C drücken. Und dann kommt hier nämlich Keyboard Interrupt und dann bricht er das Ganze ab und jetzt wird der Rechner auch langsam wieder leiser. Also wenn ihr nach Methoden sucht, eurem Rechner ganz viel Arbeit zu geben, Endlosschleifen tun das gut. Zumindest wenn euer Prozessor nur einen Kern hat. Idealerweise solltet ihr nie Endlosschleifen haben. In vielen Programmen ist es aber allerdings nützlich, etwas zu haben, was fast eine Endlosschleife ist. Ja, eine Schleife, die so lange läuft, wie euer Programm laufen soll und sich halt dann beendet, wenn euer Programm beendet werden soll. Sowas kommt tatsächlich häufig vor. Und ja, das war es auch schon zu Weilschleifen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Foliensatz.